Hallo YouTube, ich bin Bini und in genau circa einer Stunde fängt meine Tischrunde DSA an. Was gibt es für einen besseren Moment, als darüber zu reden, warum ich als Spielleiter eigentlich komplett versage und richtig scheiße bin. Heute geht es tatsächlich um meinen größten Fehler und um meine fiesesten Feinde im Rollenspiel und das ist die Feuerwehr, die jetzt kommt, um mich hoffentlich zu retten und mir zu sagen, wie zur Hölle ich meine Fehler und meine ganzen Feinde im Rollenspiel wieder in den Griff bekomme. Aber fangen wir an mit dem größten Fehler, den ich glaube ich tatsächlich schon mal in einem anderen Spiel, in einem anderen Video erwähnt habe. Und es ist, ich vermische viel zu sehr traurige, ernste und witzige Momente, sodass die SpielerInnen, mit denen ich zusammenspiele, gar nicht mehr so genau wissen, wie sie eigentlich reagieren sollen. Sollen sie gerade Angst haben? Sollen sie wegrennen? Was sollen sie eigentlich gerade tun? Sie können relativ schlecht einschätzen, wie die Welt reagieren wird, weil sie permanent irgendwie reagiert und nicht konstant. Was dazu führt, dass die Leute halt eben irgendwann aufhören, richtig zu reagieren und lieber vorsichtig in der Ecke sitzen und warten, ob irgendwas Großes passiert. Das ist natürlich scheiße. Abgesehen davon funktioniert es dann häufiger mit der Atmosphäre nicht, denn obwohl ich eigentlich irgendwas total Trauriges erzählen will, fangen Leute an zu lachen, weil sie denken, ah, das soll witzig sein. Und daran muss ich wirklich arbeiten. Aber ganz ehrlich, das ist noch ein Fehler, der relativ gut in den Griff zu bekommen ist. Das heißt, ich muss einfach nur darauf achten, dass ich die einzelnen Szenen nicht mehr so richtig miteinander vermische. Das sollte eigentlich machbar sein. Denke ich. Nicht so allerdings war meinem größten Feind im Rollenspiel, und zwar dem ersten. Den habe ich allerdings nicht nur im Rollenspiel. Den habe ich auch überall anders. Denn wenn Leute mich fragen, hey, du warst doch auf dem Konzert, wie war's? Gut. Und wie viele Leute waren da? Es waren ein Haufen. Also da war ja, ich kann nicht schätzen. Überhaupt nicht. Und eigentlich sollte das überhaupt kein großes Thema sein. Aber ganz ehrlich, wenn es dann auf einmal um Meterzahlen im Rollenspiel geht, dann rastet bei mir alles aus. Und deswegen erschaffe ich auf einmal Wendeltreppen, die einen Durchmesser von 1 Kilometer haben. Das ist letzte Rollenspielrunde passiert. Ernsthaft. Die Leute waren sehr, sehr verwirrt. Sehr verwirrt. Komplett verwirrt. Keiner hat das verstanden. Und auf einmal entstehen Hallen, die irgendwie 25 Schritt durchmessen und riesig sein sollen. Ich kann's nicht. Ich kann's wirklich nicht. Und das wird ein richtig, richtig großes Problem, wenn es sich mit meinem zweiten größten Feind im Rollenspiel zusammentut, den ich übrigens habe, seitdem ich Spielleite und einfach nicht loswerde. Und das sind Kämpfe im Generellen. Kämpfe, ganz ehrlich. Ich liebe den Build-up. Ich liebe dieses Aufbauen von Spannung. Irgendwo könnte ein Monster lauern und es könnte gleich angreifen. Aber wenn es dann wirklich angreift, dann zückt eure Würfel raus, würfelt und langweilt euch, denn Spielleiter Bini wird jetzt seine Sachen rausholen und Namen aufschreiben, sich verschreiben, permanent die Initiative von irgendwelchen Leuten aus Versehen irgendwie vertauschen und Leute rannehmen, obwohl sie nicht dran sind, vollkommen vergessen, was letzte Runde passiert ist und was die einzelnen Leute machen wollten. Ja, das wird ein absolutes Desaster. Und das ist wirklich ein Problem, denn Kämpfe sollten spannend sein, sollten schnell sein, sollten, ja, auf jeden Fall sollten dieses Klirren und diese Angst widerspiegeln, die da eigentlich herrschen sollte. Und stattdessen ist das Ganze so trocken wie eine Wüste ohne Regen. Meine Bilder werden besser. Wie eine Wüste ohne Regen. Deswegen spielleite ich seit 10 Jahren oder so. Eine Wüste ohne Regen. Spielleiter, auch ein schönes Wort. Egal, jedenfalls, das, die beiden, die muss ich irgendwann in den Griff kriegen. Und das einzige Ding, was ich mir so richtig vorstellen kann, ist, bereite dich vor. Das Problem ist, ich will weiterhin improvisieren. Denn ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine meiner Stärken. Ich kann recht schnell mir Dinge ausdenken und deswegen relativ gut auf die SpielerInnen reagieren. Und das möchte ich auch weiterhin machen. Das bedeutet, ich kann mich nicht auf jeden Kampf vorbereiten. Denn ganz ehrlich, ich kann nicht alles mit einplanen. Ich kann nicht einplanen, dass die Leute auf einmal auf die Idee kommen, welche Sachen anzuzünden. Ich würde es halt nicht machen. Dementsprechend kann ich gar nicht jeden Kampf vorausahnen. Und ganz ehrlich, meine Methode bis jetzt, das gebe ich offen und ehrlich zu, ist, jedem Kampf aus dem Weg gehen. Jedem einzelnen Kampf aus dem Weg gehen. Und das Problem daran ist, dass der Build-up irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die Helden nie auf irgendwas Böses treffen. Oder die Sachen so geschrieben sind, so railroadig geschrieben sind, dass tatsächlich dann keine Kämpfe vorkommen, weil irgendeine Höhle einstürzt. Und das kann es nicht sein. Denn ganz ehrlich, dann kommt irgendwann das Gefühl auf, als ob die Leute die ganze Zeit frei in der Welt rumlaufen können. Es sei denn, es kommt ein Kampf. Dann gibt es auf einmal Schienen, auf denen lang gefahren wird, durch das lustige Wunderland, was sich Kampf nennt. Also, daran muss ich arbeiten. Und wenn irgendwer zufälligerweise eine gute Idee hat, wie Kämpfe schön und locker gemeistert werden können, dann bitte ab
in die Kommentare. Und wenn irgendwer noch einen großen Feind oder irgendeinen Fehler beim Rollenspiel bei sich selber entdeckt hat, dann lasst uns doch mal unten in den Kommentaren zeigen, dass wir alle logischerweise nicht perfekt sind und dann vielleicht uns gegenseitig helfen. Ich bin Bini, ich muss mich jetzt tatsächlich noch ein bisschen vorbereiten auf die Runde, die gleich kommen wird, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Mua.